Hi, hier ist wieder der Stahlverbieger. Das sind wieder eure 5 Minuten in der Blockhütte. Ja, ich wollte noch einmal näher drauf eingehen. Ich habe nämlich eine Mail bekommen, ob ich noch mal was zum Thema Mechaniken sagen kann. Will ich hiermit gerne tun. Ich habe hier noch meine Music Man mal wieder in der Hand. So, Mechaniken. Oben an der Gitarre, ne? Unsere Mechanik. Wie das aussieht, ist völlig egal. Es gibt 6 in Line, dann sind das 6 die gleichen. Es gibt 3 links, 3 rechts. Oder bei Music Man 2 und 4 Mechaniken, die Verteilung. Ne? Ja, Mechaniken sind oftmals bei günstigen Gitarren einfach das Problem, weil die sollen ja die Stimmung halten. Ne? Das heißt, man muss erstmal, ich habe ein Video mal gemacht, wie man Saiten vernünftig aufzieht. Das könnte ein Problem sein, weswegen eine Gitarre die Stimmung relativ schlecht hält. Ne, wenn die Saiten falsch aufgezogen sind, sprich wenn da viel zu viele Wicklungen drauf sind. Anderes Problem ist, wenn der Sattel nicht gleitend genug ist, ne, das heißt, wenn die Sattelkerben zu eng sind für die Saite und eben halt, wenn die Sattelkerben eben halt nicht rutschig genug sind. Wenn das vielleicht nur ein Plastiksattel ist, es gibt Graphitsättel, die sind etwas leitfähiger, da rutschen die Saiten besser durch. Das wäre auch, also wenn ich Probleme habe mit der Stimmung von meiner Gitarre, ne? Dann würde ich mich dem Sattel zuwenden und vielleicht den Mechaniken. So, Mechaniken kann man bei jeder Gitarre relativ kostengünstig ersetzen, wenn das Instrument sonst total geil ist und man wirklich da ein Problem hat. Denn guckt mal bei Schaller, das sind geile Mechaniken, Goto gibt's, Klusen-Mechaniken sind relativ günstig, sind aber auch Groover, glaube ich, habe ich noch gar nicht gesagt, und so weiter. Ne? Ich persönlich finde, Sperzel gibt's auch noch. Ich persönlich finde Schaller-Mechaniken eigentlich sehr, 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 sehr cool, weil, geht mal auf die Schaller-Seite, hatte ich im anderen Video schon mal gesagt, die haben eine unglaublich große Produktpalette und die kann man in den Musikhäusern immer gar nicht so sehen. Das sieht man viel besser auf der Homepage. Da kann man auch wirklich verschiedene Farben, also da gibt es nicht nur diese langweiligen Chrom-Mechaniken, sondern auch gebürstet, matt und was auch immer und auch so wie hier mit anderen Köpfen drauf, ne, dass das nicht nur chrommäßige Köpfe sind, also da kann man sich was Cooles zusammenbauen und die Gitarre wirklich unglaublich aufwerten dadurch. Und diese Mechaniken sind nicht nur teuer, also ne, also sie kosten nicht nur Geld, sondern sie haben auch einen unheimlich guten Zweck. Wenn ihr eine Gitarre habt mit einem, ja eigentlich auch, ist egal, ob ihr ein Tremolo dran habt oder nicht, aber diese Gitarre hier hat auf der Rückseite sogenannte Klemmmechaniken, ne? Und zwar da sind an jeder Mechanik so ein kleines Rädchen dran, ne? So, und jetzt ist es so, wenn ihr hier die Saiten aufzieht, dann zieht ihr sie einfach nur durch die Mechanik durch und dann dreht ihr von innen dieses Rad fest und dann wird von unten die Saite dann so eingeklemmt und dann könnt ihr die Saite direkt an dem, ohne die überhaupt festgezogen zu haben, abklemmen und dann zieht ihr sie stramm sozusagen. Und dadurch entstehen fast gar keine Wicklungen an der Mechanik, was bedeutet, es ist super stimmstabil. Ne? Und diese Gitarre hat eigentlich ein freischwebendes Tremolo hier, ne? Das kann ich nach unten und nach oben verändern und der Sattel hat aber keine Klemmmechanik. Das heißt, das wird alles wirklich nur durch die Mechaniken oben gehalten und es funktioniert einigermaßen gut. Also es ist nicht ganz stimmstabil, aber es ist okay. Ne? Das ist wie gesagt, bei die noch sichere Version wäre die Floyd Rose Variante, aber da schweife ich schon wieder ab. So, Mechaniken könnt ihr, wie gesagt, relativ einfach ersetzen. Da ist hinten nur so eine kleine Schraube dran, die dreht ihr lose. Dann müsst ihr diese Zehner Mutter losdrehen und dann ist die Mechanik ab. Und eigentlich ist die Bohrung, ich glaube, die ist auch immer genormt mit ein paar Millimetern. Das heißt, Ersatzmechaniken zu besorgen, die man dann austauscht, ist nicht so das Problem. Da muss man nur diese paar kleinen Maße berücksichtigen. Und wenn man einigermaßen eine Markengitarre hat, kann man auch mal mit dem Telefonat beim Musikladen klar machen, dass man auch die richtigen Mechaniken bestellt. Oder man lässt sie da gleich anbauen, wenn man es nicht selber machen möchte. Dafür kann ein Musikgeschäft nicht so viel Geld nehmen, weil das eine Sache, ich sag jetzt mal, das ist 30 Minuten, sage ich jetzt mal, dauert das, die Mechaniken daran zu bauen. Also mehr nicht. Ja, da gibt es jetzt eben halt, wie gesagt, ne, es gibt, ich sagte schon, Sperzel, die machen auch so Klemmmechaniken. Das ist das ähnliche Prinzip wie bei den Schallern, es sieht nur anders aus. Das sind so die beiden Marken, die so diese Klemmgeschichte eigentlich sehr hochwertig bauen. Also Schallermechaniken sind wirklich hochwertig. Und ich, Kostenpunkt, ich schmeiß mal 100 Euro in den Raum oder so, zwischen 80 und 100 Euro irgendwie Schallermechaniken oder 60 und 100, ne, kann man so sagen. Ich sag mal pro Mechanik 10, 15 Euro, ne?
was ein Instrument, aber das kann man durchaus mal investieren. Also wenn man eine coole Gitarre hat, wo eben so flötige Mechaniken dran sind, die einem ein bisschen Probleme machen, dann tun einem die 60 Euro sicherlich nicht weh. Und ich mache es immer so, wenn ich irgendwas austausche an meinen Gitarren, dann verkaufe ich einfach die alten Sachen, die ich da abbaue. Und irgendeiner kann das immer gebrauchen. Zum Basteln oder weiß der Geier nicht was. Also man kriegt immer noch ein bisschen Geld wieder, sodass man ein paar Mark investiert. Wenn man Glück hat, ich kaufe mir ja auch gerne was gebraucht. Mechaniken kann man sich auch sehr gut gebraucht kaufen, weil was soll an so einer Mechanik denn kaputt gehen? Das ist alles Metall, ne? Bei den hochwertigen Sachen, das kann nicht kaputt gehen. Also nicht wirklich. Ne? Also das kann man auch sehr gut gebraucht kaufen. Ne? Das ist eigentlich sehr risikolos. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen mit weiterhelfen. Mechaniken!